Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Berlins schönste Seiten. Heute wieder im Literaturhaus Berlin und wieder mit meiner Kollegin Sonja Lungulius und Felix Müller von der Berliner Morgenpost. Ich bin Janika Gellinek und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute drei tolle Titel, die ich heute mal etwas ungewöhnlich verbinden möchte, damit, dass ihr mir bitte mal einen schönen, zutreffenden, ungewöhnlichen Klappentextsatz zu eurem Buch sagt. Ich finde es nämlich so lustig, unsere beiden, Felix, werden nämlich sehr ähnlich beworben. Bei dir steht, eine junge Anwältin kämpft gegen die Gesetze der Männer, der feministische Roman der Stunde. Und meiner ist der erste feministische Roman Italiens. Und was ich schon ganz interessant finde, also ne, mit Feminismus geht gerade gut als Werbung offenbar, aber diese Sätze wiederholen sich ja und sind ja irgendwie, hat man manchmal so das Gefühl, es ist wie so, ne, wird einfach immer neu das gleiche Vokabular zusammengesetzt. Wenn ihr jetzt mal einfach so einen raushauen sollt, einen Klappentext. Also jetzt so als Marketingmensch. Ja, ja. Marketingmensch für dein Buch. Das Broadway-Theaterstück jetzt als Roman. Wow, okay. Eine zärtliche Reise zurück in die Vergangenheit europäischer Biografien. Wow, ich merke, ihr habt das schon richtig drin, den Sprech. Ne? Also so jetzt mal was Eigenes. Vielleicht doch mal umsatteln. Ich würde sehr satteln, nee, finde ich nicht. Also dann, nee, ich dachte einfach, ich würde schreiben so, Mütter, ihr werdet heulen. Oh. Okay. Also ne, wenn man mal so ein bisschen klotzen würde, na, Sonja, legst dann du nochmal nach? Ja, eine wahre Liebesgeschichte. Eine wahre Liebesgeschichte. Erschütternde Ungerechtigkeiten. Oh. Na bitte, da Felix, kommt doch das was. Ist doch, da kommt doch noch was. Dann fang an mit den erschütternden Ungerechtigkeiten. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich stelle vor, das Buch von Susi Miller, Prima Facie, erschien im Kiona Verlag und übersetzt von Katharina Martel. Ich bin auf dieses Buch gestoßen, weil es einen ungewöhnlichen Weg nimmt, den man nicht so häufig antrifft. Es kommt nämlich vom Theater. Ich habe am Deutschen Theater vor einigen Monaten eine Inszenierung gesehen mit demselben Titel, die zurückgeht auf ein Stück gleichen Titels von Susi Miller, heißt auch Prima Facie, von Andrasch Dömeteur inszeniert. Der Abend hat mich sehr beeindruckt. Es ist ein Stück, das auch schon international eine unheimliche Karriere hinter sich hat, zahllose Preise abgeräumt hat. Am Broadway zu sehen war, also Susi Miller ist dafür unheimlich gefeiert worden. Und es ist ein Monolog, ein Einpersonenstück. Es handelt von einer jungen Rechtsanwältin, die aus einfachen Verhältnissen kommt, in die Upper Class der britischen Jurisdiktion aufsteigt. Mit allem, was dazugehört, mit den entsprechenden textilen Insignien, mit der Barrister Bag, einem Sandbeutel, den man nur haben darf, wenn man da am Gericht Strafverteidiger ist. Und ihre Aufgabe besteht darin, unter anderem Strafanzeigen gegen sexuelle Übergriffe abzuwehren, also sich auf Seite der mutmaßlichen Täter zu stellen. In der Erzählung der Klagenden, der Klägerin in der Regel, Lücken aufzufinden und diese vor Gericht auseinander zu pflücken. Das schildert sie als Spiel, als Sport. Wir sehen eine sehr dynamische Frau, die aufgeht in ihrem Beruf, die das irgendwie auch als Auszeichnung empfindet, solche Prozesse immer wieder zu gewinnen, diese Klagen abweisen lassen zu können, bis eines Tages, man ahnt es fast, sie selbst Opfer eines solchen Übergriffes wird. Und zwar aus ihrer eigenen Kanzlei mit einem dort arbeitenden Kollegen, der Julian heißt, auch aus vermögendem Hintergrund kommt. Die Eltern sind auch schon sehr namhafte Juristen. Er ist ein großer Name im Londoner Rechtsanwaltszirkus. Sie gehen gemeinsam aus. Sie haben zunächst auch einvernehmlichen Sex, bis dann in einer Nacht es zu dem Konsum erheblicher Mengen Alkohol kommt, beide auch erst noch einmal einvernehmlich miteinander schlafen, dann aber mitten in der Nacht die Protagonistin, Tess heißt übrigens, Tess Ensler, aufsteht, sich übergeben muss, zurück ins Bett geht, nicht mehr will, in Ruhe gelassen werden möchte und von diesem Mann vergewaltigt wird. Sie entschließt sich dann gleich am nächsten Morgen zur Polizei zu gehen, das zur Anzeige zu bringen.
Und was sie dann, und es vergehen 700 Tage, bis das Ding vor Gericht landet, und was sie dabei durchleidet, ist in vielen Rückblicken und Verschachtelungen in diesem Roman aufgeschlüsselt. Eine unheimlich harte Geschichte, eine wirklich ins grafische Detail gehende Schilderung einer Vergewaltigung, wie ich sie so noch nicht gelesen habe. Aber letztendlich, glaube ich, auf der Bühne besser aufgehoben als im Roman. Aha. Und zwar warum? Weil das als Roman, glaube ich, der Vertreter eines neuen Genres ist, nämlich aktivistische Literatur. Mhm. Das heißt, dieser Roman liefert zu bestimmten Themen, die diese Autorin zu Recht umtreiben und die ich auch selbst für wichtig halte und wo ich auch ihrer Meinung bin, gleich so eine Art fortlaufenden Leitartikel mit. Das eine ist die ja unter Strafverteidigern häufig diskutierte Frage, wie kannst du nur jemanden verteidigen, von dem du nicht genau weißt, ob er schuldig ist oder von dem du sogar annehmen musst, dass er oder sie schuldig ist. Das ist das eine. Also dieser Diskurs zwischen dem normalen Menschenverstand auf der einen Seite und dem rechtsstaatlichen Verständnis auf der anderen Seite. Und das andere ist die in der Tat unmögliche Behandlung von Opfern sexueller Übergriffe vor Gericht. Wo es in England offenbar immer noch ausreicht, wenn der mutmaßliche Täter sich noch nicht mal äußern muss vor Gericht, sondern es wird nur die Opfererzählung angehört und dann wird von der Gegenseite nach Lücken in dieser Opfererzählung gesucht. Das ist skandalös, das ist furchtbar, aber das wird in diesem Roman, im Gegensatz zum Theaterstück, wo das alles sozusagen aus dem Monolog dieser Titelfigur entsteht, wird es halt wirklich in extenso ausgewalzt und das ist für meine Begriffe unliterarisch. Welche Form hat denn dieser Roman? Also wenn du sagst, das Theaterstück war ein oder ist ein Monolog und das ist aber sicherlich kein Monolog der Roman, oder? Nee, es gibt hier viele Dialoge. Ja. Es ist, es wird aus der Perspektive von Tess erzählt. Mhm. Es wird auch mit einem sehr feinen Sensorium für soziale Unterschiede klargemacht, aus welchem Milieu sie kommt und dass es nicht das Milieu ist, in dem sie sich dann als Rechtsanwältin bewegt. Da gibt es viele erzählerische Stärken. Es ist eine sehr, finde ich, sehr flüssig zu lesende, auch plotstarke Sprache. Man will eigentlich immer wissen, wie es weitergeht. Aber es gibt halt auch den ewig mitlaufenden inneren Monolog dieser Heldin, die das alles kommentiert und die das einordnet. Aha, und und so sehr ich damit sympathisiere und so wichtig ich das auch finde, was sie da thematisiert, so sehr läuft das doch irgendwie meinem literarischen Empfinden zuwider, wenn mir ein Roman auf so explizite Weise vorgibt, was ich zu einem bestimmten Sachverhalt zu denken habe. Mhm. Ja, beziehungsweise auch, also es klingt super spannend, weil das ja eben auch die Frage aufwirft, wie werden bestimmte sehr gewalttätige Szenen, obszöne Szenen, literarisch umgesetzt oder überhaupt künstlerisch umgesetzt. Ich musste gerade, während du erzählt hast, an Anatomie eines Falls denken, diesen ja jetzt irre erfolgreichen Film, wo ich eben finde, dass das durch die Mittel des Films so fantastisch umgesetzt wird, dass ganz viel über die Diskrepanz von Ton und Bild läuft. Oder jetzt gerade, was wir letzte Woche vorgestellt haben, Emmy Abel, also die Graphic Novel von Barbara Jelin, wo es auch um sexuellen Missbrauch geht, an einer bestimmten Stelle des Buches, was sie aber durch einen Sprung auf die Metaebene, also die Zeichnerin fragt dann eben ihre Protagonistin, möchtest du, dass das mit ins Buch kommt? Sagt, ja, das soll mit ins Buch, aber dann eben über diese Metaebene erahnt man eher den Schrecken, als dass einem, es wird einem nichts gezeigt. Und wo ich denke, genau, das ist die Mühe, die man sich machen muss. Ne? Wie verarbeitet man das literarisch? Und so wie du das jetzt sagst, ist, finde ich, so plausibel, dass ich dachte, ja klar, auf der Bühne funktioniert das und im Roman. Es gibt ja diesen alten und vielleicht auch zu oft gebrauchten Grundsatz, Show, don't tell. Mhm. Und, der ist nicht zu oft gebraucht. Also man muss vielleicht dieses Genre auch als neues Genre ernst nehmen und sagen, dass das bestimmte Gesetzmäßigkeiten irgendwie oder bestimmte Kriterien, literarische Kriterien möglicherweise sich ändern, aufweichen, nicht mehr so wichtig sind. Das kann ja sein, aber also für mein persönliches, meine persönliche Erwartungshaltung an Literatur ist es schon, dass ich bestimmte Wertungen und bestimmte Hinsichten auf das Geschehen selbst vornehmen kann. Und das ist hier in diesem Roman eigentlich nicht möglich. Mhm.
so spannend und so, also in einem Rutsch man das auch durchliest. Also ich habe das in einer 6-stündigen Zugfahrt, habe ich dieses 300-Seiten-Buch in einem Rutsch durchgelesen tatsächlich, weil es wirklich unheimlich spannend ist auch. Man will wissen, wie dieser Fall ausgeht, ob sie nun vor Gericht, ob sie siegt oder nicht. Man verfolgt auch diesen Abend, den sie in jeder Einzelheit schildert, dieses schreckliche Ereignis, verfolgt man mit einer atemlosen Spannung. Das ist alles gut gelöst. Aber es ist, glaube ich, nicht wirklich literarisch. Und hattest du dann neue Bilder im Kopf oder haben sich dann dadurch, dass du es schon als Theaterstück gesehen hast, eigentlich dass die Bilder des Theaters dann immer so dazwischen Der Vorgang der Vergewaltigung als solcher ist hier in einer Deutlichkeit geschildert, wie es im Theater nicht der Fall ist. Ja. Aber das ist eine der Sachen, die ich an dem Roman eigentlich schätze, weil es mir als Mann auf eine neue Weise möglich ist, Empathie mit Opfern sexueller Gewalt zu entwickeln. Also das ist da, also als hätte es die Autorin selbst erlebt. Also es ist schrecklich, furchtbar und eigentlich für viele sicherlich auch nicht aushaltbar, aber ich glaube auch nötig, das mal in so einer Deutlichkeit zu sagen und nicht zu sagen, so und hier mache ich jetzt eine große erzählerische Lücke, wo jeder seine schrecklichen Fantasien reinlegen kann und dann erzähle ich weiter, sondern ich sage genau, was passiert bis zum letzten Handgriff. Das ist sehr eindrucksvoll und auch furchtbar, aber in dieser Furchtbarkeit auch stark, finde ich. Das heißt, alles zugekleistert mit Triggerwarnungen? Nee, es gibt keine Triggerwarnung. Die habe ich hiermit ausgesprochen. Okay, gut. Mit dieser Triggerwarnung. Ja. Nein, das also klingt extrem spannend und du wirst gleich sehen, es gibt gleich eine sehr interessante, mir jetzt bis dato nicht klare Parallele zu meinem Buch, aber erst kommen wir hoffentlich zu was Leichterem, Lichterem mit den Lichtungen von Iris Wolf. Genau, die Überleitung ist total schwer, weil ich jetzt etwas gefangen bin sozusagen in dieser, ich sag mal in dem Bericht, den du gerade von deinem Roman gegeben hast, der ja eher in Berichtform war. Also Iris Wolf, Lichtung ist ein ganz erstaunlicher Roman, bei Claire Cotter erschienen in diesem Jahr, ganz, ganz frisch noch. Und er ist deshalb erstaunlich ob der Form, deshalb würde ich ganz gerne am Anfang erstmal über die Form dieses Romans sprechen. Er wird nämlich von hinten nach vorne erzählt. Also wir beginnen mit Kapitel 9 und gehen dann rückwärts in der Zeit und der Chronologie, Kapitel 8, 7, 6 und so weiter, bis zum Anfang. Erzählt wird er aus der Sicht von Lev, dem Protagonisten, und es geht um die Freundschaft und auch Liebesbeziehung zwischen Lev und Cato, beide in Rumänien groß geworden. Und all das, was wir auf ihrer Reise von den beiden erfahren, erfahren wir eigentlich rückläufig, also von hinten nach vorne. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Leseerlebnis. So oft kommt das ja nicht vor in der Literatur. Wäre jetzt auch eine Frage an euch, ob ihr euch an Romane erinnern könnt, die von hinten nach vorne erzählt werden. Also ich habe vor kurzem diesen Christopher Nolan gesehen, Memento. Oh, fantastischer Film. Ein fantastischer Film, der eben auch von hinten nach vorne erzählt wird und wo du wirklich in jeder Sekunde aufmerksam sein musst, weil du eigentlich mit dem Protagonisten erst lernst, was passiert. Und das so einen ähnlichen Moment und noch viel besser und noch viel stärker hatte ich jetzt bei Iris Wolf. Also es blättert sich so richtig etwas auf. Es ist eben was anderes, auf eine Reise chronologisch nach vorne zu gehen, als rückwärts zu gehen. Es ist ein ganz tolles Leseerlebnis. Die Geschichte ist in dem Sinne vielleicht leicht erzählt. Lev begibt sich auf die Reise, um seine Freundin Cato wieder einzusammeln, sag ich mal, die auf eine 5-jährige Europatrip gegangen ist. Sie ist Künstlerin, er trifft sie in Zürich, sie verbringen noch ein wenig Zeit miteinander auf einer eigenen Reise und kehren dann zurück nach Rumänien. Und dann wird eben erzählt, wie es überhaupt zu dieser Reise kam, wie es zu dieser Freundschaft kam. Wir erfahren ganz viel über dieses Dorf, wo die beiden groß geworden sind, deren Familien. Wir erfahren sehr viel über Rumänien in der Zeit vor 89, also vor der Revolution. Und dann eben auch nach der Revolution. All diese Themen, die wir vielleicht auch mit Rumänien verbinden, wenn wir uns ein wenig mit diesem Land beschäftigen, also Menschen, die das Land verlassen aufgrund von Arbeitsimmigration und solche Themen geht es. Es geht aber auch um diesen Vielvölkerstaat, wo so viele Sprachen gesprochen werden. Also die beiden unterhalten sich sowohl auf Deutsch als auch auf Rumänisch. Das Ungarische ist präsent, die Republik Moldau ist nicht weit entfernt. Österreich spielt eine Rolle wegen der K&K-Monarchie, also natürlich
noch davor, bevor die beiden zur Welt gekommen sind, aber in ihren Familien spielt das eine Rolle. Also es ist wirklich ein großer europäischer, südosteuropäischer Roman, ja, und einfach eine spannende Art und Weise zu erzählen. Fallen euch Bücher ein? Ihr hattet ja jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe nur auch an den Film gedacht. Jetzt fällt mir nicht mal der Titel ein hier mit Cate Blanchett. Und ist das auch eine Erzählung von irgendwem. Ich habe lauter X in meinem Kopf. Ist das der mit Brad Pitt? Ja. Und Joe Ach Black so, ist es nicht. Mr. Button. Die unglaubliche Geschichte von Benjamin Button. Genau, genau. Stimmt, das, ja. Richtig. Genau. Okay, in der Filmgeschichte sind jetzt schon zwei das Sachen. Ist aber, hat eine literarische Vorlage. Hat eine Vorlage, ne? Ja. Genau. Mir gerade nicht einfällt. Und es ist einfach faszinierend. Man muss sehr konzentriert sein und gleichzeitig hat sie eine sehr literarische, poetische Sprache. Also es ist einfach schön, ihren Sätzen zu folgen. Also das heißt, das Konzentrierte ist nicht ein angestrengtes Konzentriertes, sondern ein liebevoll Konzentriertes. Und diese Personen sind auch sehr fein gezeichnet. Das gefällt mir besonders gut an den beiden Protagonisten und gleichzeitig die, sagen wir mal, Neben- und Randfiguren eröffnen dann nochmal so ein größeres Panorama in diese ganze Geschichte. Also es gibt so eine tolle Möglichkeit, da noch verschiedene Charaktere kennenzulernen. Es ist einfach... Du hast uns eine Liebesgeschichte versprochen. Es ist auch eine Liebesgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte von der Kindheit bis ins Erwachsenensein. Aber Liebe, die eben nicht immer nur körperliche Liebe ist, sondern vor allen Dingen auch eine tiefe, innige Freundschaft und Seelenverwandtschaft meinetwegen oder Seelenliebe, mit sehr viel Freiheit, die beiden sich geben. Also weil es gibt eben diese große Lücke, wo beide nicht miteinander zusammen sind und auch nicht zusammen sein wollen und jeder das eigene hat und man sich dann aber doch auch wieder trifft und es bleibt eigentlich offen. Sie kehren irgendwo zurück, aber wohin zurück, wissen wir nicht. Vielleicht in dieses Dorf. Wie es dann weitergeht, wissen wir auch nicht. Aber die Verbundenheit ist über Ländergrenzen und Zeitgrenzen hinweg da. Die Autorin kommt selbst aus Siebenbürgen? Richtig? Ja, sie ist in Siebenbürgen geboren. Sie wohnt jetzt in Freiburg. Und ich habe es natürlich auch ein bisschen mit Hintergrund mitgebracht, das Buch. Also erstens habe ich mich sehr gefreut, den Roman endlich lesen zu können. Und zweitens wird sie kommen zu unserem Festival, das wir in 2 Wochen veranstalten. Literaturfestival mit Lesungen, Film, Musik und Performances aus Rumänien und aus der Republik Moldau. Und wir werden hier 6 Tage im Literaturhaus Berlin und im Babylon-Kino Filme zeigen und eben Lesungen haben. Und es kommen über 20 Autoren und Autorinnen aus Rumänien und aus der Moldau und wir sind wirklich sehr, sehr gespannt. Und Iris Wolf kommt eben auch aus Freiburg. Es gibt eben auch doch eine ganze Menge, sagen wir mal, rumänischstämmige Autoren und Autorinnen, die in Deutschland leben, auch in Berlin. Die werden natürlich auch beim Festival dabei sein und das war jetzt so ein bisschen für mich ein guter Einstieg in die Literatur, die da kommt. Ich habe auf der Verlagswebseite, was ich ziemlich faszinierend finde, steht, dass seit Erscheinen im Januar sind wir in der 5. Auflage. Ja. Kannst du dir das erklären? Also ist das... Ich glaube, das war der Klappentext, den ich vorhin vorgeschlagen habe, mit dieser ein europäischer Roman. Weil der so diese Fragen nach... Was ist Europa? Wie funktioniert Europa? Wie funktioniert das mit diesen Sprachen? Das ist eine totale Mixed Family, nenne ich das mal, ja? Weil eben diese ganzen Sprachen, diese ganzen Herkünfte einfach sein dürfen. Es gibt diese ganz tolle Figur Ferry, das ist der Großvater von Lev, der eben sagt, mir wurden so viele Herkünfte zugeschrieben, also der Großvater hat natürlich größere Teil des 20. Jahrhunderts miterlebt, Ich mache das nicht mehr. Ich schreibe meine eigene Herkunft. Ich bin Österreicher, weil ich mich so definiere. Ja? Und ich glaube, dass das irgendwie ein Thema ist, was im heutigen Europa total virulent ist. Diese Frage irgendwie, wo kommt meine Familie her? Wo komme ich her? Wie kann ich mich definieren? Was ist meine Identität? Und dann aber in dieser wirklich spannenden Form geschrieben, in dieser schönen, also schöne Sprache, klingt so ein bisschen lapidar, ne? Aber wirklich in dieser poetischen Sprache, wo Bilder entstehen im eigenen Kopf, wo es eben wirklich darum geht, dass, ja, da gibt es eben viel Freiräume für die eigene Fantasie. Ich glaube, deshalb funktioniert dieser Roman so toll. Wirklich außergewöhnlich gut funktionieren. Besprechungen rauf und runter, Lesungen rauf und runter. Und wie schön, dass sie zu uns kommt. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Iris Wolf. Sehr gut. Wer leider nicht zu uns kommen wird, ist Sibylla Aleramo, seit vielen Jahren tot.
ein historischer Roman, den ich so in meiner ständigen Bemühung, meine ganzen Bildungslücken zu schließen, mit in den Urlaub nach Italien genommen habe. Es ist ein italienischer Klassiker, Una Donna im Original 1906, zum ersten Mal erschienen und wie gesagt versehen mit dem fetten Etikett, der erste feministische Roman Italiens. Das hat mich irgendwie gleich schon wieder so ein bisschen genervt, weil ne, das, wie so, wenn das so inflationär gebraucht wird, und in dem Fall ist es tatsächlich wahr. Und jetzt will ich, glaube ich, doch ganz anders einsteigen, als ich es mir vorgenommen hatte, nachdem ich dir zugehört habe, Felix, weil es geht auch um eine Vergewaltigung, beziehungsweise geht eigentlich gar nicht um die Vergewaltigung, aber die ziehe ich jetzt mal vor, weil das so ein Game Changer im Buch ist, in dem es um ihre Lebensgeschichte geht, als dass ein junges Mädchen einer bürgerlichen Familie, die aus Mailand in die Marken zieht, nach Civitanuova Marche, wie die Stadt heute heißt. Das wird im Roman nicht genannt. Das ist aber sozusagen autobiografisch verbürgt, wo der Vater irgendwie Direktor einer Glasfabrik wird. Und sie hilft dort aus und wird im Alter von 15 Jahren von einem Angestellten vergewaltigt, was im Buch so verklausuliert geschildert wird, dass ich das dreimal gelesen habe, um zu gucken, ist das die Szene? Und ne, das ist sozusagen im direkten Kontrast zu dem, was du erzählt hast, oder aus deinem Buch erzählt hast. Also ne, sie steht irgendwie zwischen zwei Türen und er greift ihr irgendwie einmal unter die Kleider und sie ist ganz verwirrt. Oder irgendwie so in der, müsste man sich sozusagen jetzt nochmal genau angucken, aber man kann nichts sehen. Und daraus resultiert aber, dass sie, das wird im Buch nicht genauso geschildert, also im echten Leben muss sie den dann heiraten, weil sie schwanger ist. Das ist im Roman nicht so, da wird sie erst später schwanger, aber ne, hat für den auch Gefühle gehabt. Das wird halt so eine arrangierte Ehe mit diesem Angestellten. Also eigentlich schon schreckliche Voraussetzung. Worum es aber in dem Roman eigentlich geht, und deswegen hat er mich dann so trotz einiger historisch verklausulierter Längen, die mich irgendwie ein bisschen gelangweilt haben, doch sehr getroffen und berührt, weil es geht eigentlich dann um ihr Dasein als Mutter und als denkende, intellektuelle, künstlerisch tätige Frau, die sich am Ende von ihrer Familie befreit. Und dieser, das ist tatsächlich ein Schmerzensprozess, also auch in der Lektüre manchmal schmerzlich in der Wiederholung. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass sich die Perspektive der Erzählerin mit der, also ne, Erzählzeit und erzählte Zeit, dass das zwischendurch immer wieder so ein bisschen unglücklich kollidiert. Aber diese Schmerzen sind eigentlich notwendig. Und was es so aktuell macht, ist der Konflikt, ne, dass sie möchte bei ihrem Kind bleiben. Der Mann sperrt sie eigentlich ein, ne, die Fenster zur Straße sind tabu, ihr Briefpapier ist abgezählt, also sie ist so wirklich in so einem provinziellen Nest als provinzielle Hausfrau gefangen, er ist eifersüchtig, er schlägt sie auch, wird alles eher angedeutet, und sie möchte halt alles für ihr Kind tun, den Sohn, und merkt zugleich, und den Konflikt finde ich so spannend, wenn ich bei meinem Kind bleibe, eine unglückliche Frau bin, mein ganzes Leben ne, in dieser Situation verbringe, kann ich meinem Kind ja kein Vorbild sein, kann ich nicht die Frau sein, die ich eigentlich bin. Muss ich also weggehen, um auch der Verantwortung ne, dem Kind gegenüber gerecht zu werden, insofern, dass es eine freie Frau sieht, die ihre eigenen Entscheidungen trifft und keine unglückliche, ne, ans Kindbett gefesselte Mutter. Und das wird, finde ich, erstaunlich klar formuliert und dann eben in diesem schmerzlichen Prozess deutlich. Also ne, man vollzieht den Prozess fast körperlich mit. Und dann war der Selbstversuch so lustig oder auch nicht lustig, dass als ich mit dem Buch fertig war, wenn sie sich befreit, wenn sie als ne, sozialistisch aktive Frau, ne, im Buch geht sie nach Rom, im echten Leben nach Mailand, sie wird Direktorin einer Zeitschrift, wird sozusagen eine Bohemienne par excellence. Alles, was mich interessiert hat, war, was war mit dem Kind? Wirklich, also dann so selbst zu merken, ich habe dann so recherchiert,
was ist mit dem Kind passiert? Und sie hat ihn tatsächlich erst 30 Jahre später wieder gesehen. Wow. Sie hat die Scheidung verloren, also sie hatte keine Rechte, hat das Kind nicht gekriegt, der Mann hat alles gewonnen und der Sohn wollte sie dann nicht mehr sehen. So, und sie hat es verloren, also ist sozusagen, diese Schlacht ist verloren gegangen. Und ich dachte so, oder da, wie noch in der Postrecherche wurde das so aktuell. Und dann dachte ich, warum interessiert mich denn jetzt eigentlich der Sohn? Warum, sie hat sich gerade davon befreit. Ja, weil der Preis natürlich wichtig ist. Der Preis ist, genau. Also der ist entscheidend. Sagst du nochmal, wann das geschrieben ist? Also es ist erschienen 1906. Sie hat, als sie noch sehr jung war, sie ist 1876 geboren, hat damit auch einen großen Erfolg gehabt, ist sofort in mehrere europäische Sprachen übersetzt worden. Und dann ist sie Teil der italienischen Bohème hat ein nicht gerade irgendwie ökonomisch gut ausgestattetes, aber doch intellektuell und künstlerisch erfolgreiches Leben. Wobei jetzt auch heute sie dann vor allem für ihre zahllosen Affären bekannt ist und so, auch wieder so ein bisschen diese Frauengeschichte, also eher so eine irgendwie anrüchig spannende Frau. Und der Preis dafür ist total hoch. Und ich fand aber eben diese dem zugrunde liegende Frage so spannend. Dieses, dass du eben für dein Kind nicht nur da bist, indem du da bist, sondern auch indem du ihm eigentlich ein Leben vorführst, wie es sein sollte. Ne? Und diese Entscheidung trifft sie und die hat einen furchtbaren Preis. Mhm. So. Und dann dachte ich so, bis heute kennen wir ja auch, oder nicht? Ich kenne immer wieder Freundinnen, die nicht mal eigentlich auch nicht sagen mögen, dass sie sich auf dem Spielplatz zu Tode gelangweilt haben, weil das wirkt wie eine Abwertung des Kindes. Ja. Ne? Das ist so, man darf nicht sagen, das ist scheiße langweilig auf dem Spielplatz, weil das eben so wirkt, als sei man irgendwie doch nicht so richtig Mutter. Und das, also jetzt, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar, aber eben an diesem Scheidepunkt des, was ist eigentlich genau die Verantwortung? Ne? Besteht die in dem immer Dasein oder besteht sie eben eher in dem, ich versuche meinem Kind etwas vorzuleben, von dem ich glaube, dass es der richtige Weg ist, und muss man diese Entscheidung in dieser Drastik treffen, wie sie eben da geschildert ist. Das hat mich dann schon umgetrieben. Aber man weiß nichts Näheres über die Wiederbegegnung nach 30 Jahren. Siehst du, dich interessiert das auch. Genau. Ja, ich würde das wirklich gerne nochmal recherchieren. Also ich habe das nur so, jetzt kann es jetzt nur auf dem Internet-Recherche-Niveau rekapitulieren, dass sie sich dann wo gesehen haben. Darüber beschreibt sie in einem Brief, dass das eben ganz traurig war, und dann nur noch mal an ihrem Sterbebett, also als sie irgendwie 86 ist. Also die Beziehung Der Sohn wird inzwischen auch nicht mehr leben. Ne? Der Sohn lebt auch nicht mehr, weil sie den hat sie ja bekommen, als sie 17 war. Ja. Und das ist dann wie so der Roman nach dem Roman, dass man so denkt, krass, also was für ein Preis. Und weil Felix da vorhin so viel drüber gesprochen hat, auch über die Form, eher berichthaft, und ist das ein Roman geworden oder ist das ein Memoir oder wie würdest du es beschreiben? Darüber habe ich auch nachgedacht, weil es interessant ist, ist im Kontext der heutigen Autofiktion Memoir zu lesen, weil es eigentlich da total reinpasst. Und ich fand eher schade, dass es nicht konsequent autobiografisch ist, also sie schildert dann eben Rom und irgendwie diese Zeitschrift, für die sie sich einen fiktiven Namen ausdenkt, und anstelle dann wirklich das Mailand und die Zeitschrift, für die sie dann tätig ist, L'Italia Femminile, also 1899 wird also im Feminismus aktiv sehr früh und kommt dann halt auch mit total interessanten Persönlichkeiten, irgendwie wie Maria Montessori und so zusammen, und darüber hätte man gerne mehr erfahren, und sie verzichtet aber komplett auf die Sozialgeschichte oder sozusagen dieses kulturelle Ambiente zugunsten des Nachvollziehens ihrer eigenen emotionalen Biografie. Und deswegen ist es so halb-halb. Ne? Ich würde sagen, ja, es ist ein Roman. Sie entscheidet sich für diese Form. Alle Namen werden eigentlich ausgespart. Sie macht so halb fiktionale Elemente in die doch sehr klar erkennbare Autobiografie. Und
das ist, ne, sie trifft da eine bewusste Entscheidung, die es einem leicht macht, ne, diesen Kampf der Mutter, um ihr Dasein nachzuvollziehen. Und zugleich tut einem es auch ein bisschen leid, weil da wäre noch viel mehr drin gewesen, glaube ich, an Ambiente, an Sozialgeschichte, an intellektuellem Leben. Vielleicht ist das auch der Blick von heute zurück. Glaubst du, dass sie das als Schutz gemacht hat? Also Schutz für sich selbst oder für andere? Nein, sie hat, also, und das bricht einem eben das Herz. Es ist ein Roman für ihren Sohn. Ne? Also sozusagen, es endet mit dem Satz, ne, irgendwie ein un giorno avrà vent'anni, ne? Also eines Tages wird er 20 Jahre alt sein. Und e per questo che scrissi le mie parole lo raggiungeranno. Also deswegen schreibe ich, meine Worte werden ihn eines Tages erreichen. Man kann sich sozusagen nur wünschen, dass der Sohn das Buch gelesen hat. Und es erklärt einem auch viel dadurch, dass sie dann immer wieder, ne, die Liebe zu ihrem Kind betont und auch eine interessante Parallele zu ihrer eigenen Mutter, ne, die wie sie auch einen Selbstmordversuch macht und dann irgendwo hospitalisiert wird. Also auch so dieses Motiv, ne, der als für hysterisch erklärten Frau, ne, die es halt nicht schafft, sich aus diesem bürgerlichen Korsett zu befreien. Und ihr, glaube ich, ne, sie führt sich eben immer parallel mit der Mutter und sagt, ich muss es schaffen, ne, ich muss es schaffen, da rauszukommen. Und schreibt aber, glaube ich, eben so eine Art Memoir für ihren Sohn. Ja. Harter Tobak. Harter Tobak. So, und wenn wir jetzt nicht so toll Italienisch können, wann und wie können wir dieses Buch denn lesen? Also ihr könnt es tatsächlich nur bislang in einer alten Übersetzung von 1978 lesen. Und es ist aber im April geplant, eine Neuübersetzung im Eisele Verlag. Und das ist sehr verdienstvoll und da freue ich mich drauf, weil genau das, ne, trotz allem, was man mittlerweile irgendwie abgeschliffen hat, sagen wir mal so, sind da so ganz zentrale Fragen drin, die dann haben wir mal April die Chance. Werden. Dann wartet ihr jetzt mal bis April und dann genau, lest ihr Una Donna. Sehr schön. Sie warten nicht bis April, lesen einfach viel und besuchen uns wieder beim nächsten Podcast in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.